Und da sind wir schon bei dem nächsten großen Match bei TLC, gesponsert von Echo Games. Und der nächste Kampf wird zwischen Marco und Mr. Set stattfinden. Und ich würde sagen, wir starten das Match jetzt. Und es ist Asuka gegen Emma. Asuka gegen Emma. So. Aber ja, ich weiß, Asuka, aber Asuka wird so gesprochen. Ja, genau. So, Asuka feiert, okay, feiert ihr Debüt. Alter, die ja, haben beide ganz schöne Oschis. Ich bin auf den Einzug gespannt. Oh, jetzt fang ich schon an mit den Tittendinger. Ja. Naja, wir haben jetzt... Die Japanerin hat mehr Titte als Emma. Ja, das werden wir ja gleich sehen, wenn der Einzug mal kommt. Wenn die dann gegenseitig im Ring stehen. Wir müssen das uns erstmal angucken, genau. Erstmal anfassen. Solange wie es nicht so aussieht wie bei Mickey James. Hat die Maske? Kommt die damit rein? Ja, die kommt mit der Maske. Das ist so Einzugsding. Sowas wie Art mit Shinsuke Nakamura, der hat so einen bestimmten Einzug. Weißt du was? Wir haben heute ein TSC und es ist noch nicht ein einziges TSC dabei gewesen. Nee, es gibt ja bloß eins bis jetzt. Also, ein Schwachsinn. Naja, wir nehmen ja jetzt wirklich, wie gesagt, im Voraus auf und wir können jetzt noch nicht sagen, was noch für Matches kommen, deswegen versuchen wir zumindest ein wenig aktuell zu sein und die Asuka sie... So müssen welche aussehen, nicht wie bei Mickey Chan, so muss das aussehen. Die Maske, so die muss Maske. Die Maske aussehen, so muss die Maske aussehen. Wir reden nur von... verkehrt rum, wir reden nur von... Wir hätten drüber gezogen. Ja, nee, Asuka ist ja die... amtierende längste ist ja die längste Women's NXT Championess überhaupt. Sie hat ja den Titel am längsten gehalten von NXT bis jetzt. Und sie feiert, wie gesagt, jetzt ihr Debüt bei TLC. Und es kam ja eigentlich dazu, dass bei Raw wurde quasi durch ein Title Fire Match wurde gelost, wer nun gegen Asuka das erste Mal kämpfen darf. Emma hat komischerweise gewonnen. Die anderen, ja, Sasha Banks und Bayley und so, die haben verloren. Der Emma hat ja gewonnen. Du meinst, dass die gewinnen wird? Der Emma. Gegen Asuka. Und dass der Asuka gewinnen wird. Ja, weil es ein Debüt-Match ist. Achso, weil die unbesiegbar bei NXT war. Alter, die Emma ist so ein bisschen härter drauf, oder? Oh, jetzt geht's los, jetzt kommt der Emma. Naja, die hat nie Chancen gehabt. Aber die Mucke. So. Wird gleich noch besser. Mucke ist gut. Die macht halt einen oft für. Gut, die Klamotten hat sie mittlerweile auch nicht mehr an. Die kommt mittlerweile nur mit so einem Top. Sieht auch scharf aus. Ja, die sieht auch. Also, ah. Die war früher mal ein bisschen kindlich, so hippie-flippy war die. Die kam rein, hat immer hier so, ja, yeah. Jetzt hat sie blauen Lippen. Die hat damals mit Santina Marella, haben die immer hier so die Snake hier, die Cobra, die Schlange hier, was der immer gemacht hat. Okay, theoretisch könnte man jetzt eingreifen, das wollen wir allerdings nicht. Oder unterbrechen, besser gesagt. Denn wir wollen ja den Einzug miterleben. Die kommt nur noch reingelaufen. Ja, denkst du, die fliegt? Ja, das will ich jetzt einfach. Die hätte mir den Knüppel reinkommen müssen. Die ist wirklich mal mit sowas reingekommen, aber das war halt mal eine andere Zeit. Früher, es hieß ja eigentlich mal, die sollte Emmalina werden und dann wurde sie auf einmal doch wieder Emma. Die war irgendwie erwachsen geworden, da hieß es Emmalina und dann sagte die Emmalina weg und hier kommt Emma. Und Emma behauptet ja immer noch, dass sie diejenige ist, die Women's New Women's Generation oder Era irgendwas gegründet hat. Ganz komisch. So, auf jeden Fall jetzt... Oh, hallo Asuka. Ja. Okay, und los geht's. Ja! Yeah! Oh, los geht's! Das Match geht los. Beide können springen, Alter. Hier geht es nicht um einen Titel, hier geht es nur um die Ehre von Echo Games. Ja, wie gesagt, ja, das sowieso, also... Zurzeit steht es nämlich 2-0 für die Misters. Ja, die Misters 2-0. The Masters. Oh, Asuka, ruh dich aus, Asuka. Alter, die Asuka. Oh, da hat sie ihr Bein schon gepackt. Alter, die also okay, die sieht wirklich im Vergleich zur alten Version. Und da gibt es den Irish Rip in die Ecke und Sprung. Oh, wow. Der ging leider cool, daneben. Cooles oh, sie springen einfach noch rum. Was machen die da? Ah, schade. Ah, aber Emma hat versucht, noch einen Schlag zu setzen, aber leider daneben. Jawohl. Jetzt gibt's aber richtig ab. Jetzt beginnt der Bitchfight. Oh, oder auch nicht. So schnell wie der Bitchfight begann, endet er auch wieder.
Asuka hat immer noch ihren Schlimmer draußen. Das ist lustig Asuka. Irgendwie. Der Asuka, ja gut, ich habe die nie wirklich live kämpfen sehen. Aber Asuka kann nichts machen. Asuka kann nichts machen. Ich kann sie gerade bearbeiten, wie ich Schluss und Laune habe. Die schlägt ihren Schild auf die Matte. Wir können auch mal einen Aufgabegriff probieren. Oh, der neue Aufgabegriff. Ja, der neue Aufgabegriff. Ah, sehr gut. Ja gut, ich habe jetzt extra nicht Schläge drückt. Weil du musst ja den roten muss voll werden. Und dann hat sie aufgegeben. Also Button smashen quasi. Hatten wir noch, ne? Wir haben den mal eingestellt, um zu gucken, wie das ist. Ich werde es immer ausprobieren, vielleicht liegt mir das ja mehr aus das andere System. Es ist auf jeden Fall, also ich bin damit sehr gut vorangekommen. Ah, guck mal, die Kommentatoren sind wieder da. Diesmal sind sie wieder mit dabei und hier gibt es einen Einroller mit einem Rope Break. Ja, gut, kann man machen. Das ist eigentlich schon toll, dass sie die Option anbieten, verschiedene Sachen. Ja, ja, das gab es doch früher auch schon solche verschiedenen Submission-Systeme. Ja, aber das ist halt schlecht. Mal gucken, was liegt ihnen mehr, was gefällt den Leuten mehr. Es gab auch früher schon solche verschiedenen Pin-Systeme. Oh, ich muss hochkommen. Da packt sie schon und tut ihre Beine einwinkeln und diesen Move kenne ich noch von Daniel Bryan, den er oft eingesetzt hat. Er hat ein bisschen von ihm abgeguckt. Ein bisschen. Na gut, das hat eigentlich jeder Superstar. Und da springt sie schon wieder mit ihren Arsch. Oh, die kommt auch bis hoch zu der ersten. Ne? Ja, die weiß, wie sie es machen muss. Die weiß, wo sie ihren Schlüpper ranreiben muss. So. Oh, daneben schön. Ausgewischen. Sehr schön. Jawohl! Oh, da kann sie kontern! Und da setzt sie an zum Backbreaker! Nein, Emma, jetzt wollte ich gerade sagen, Asuka, steh auf! Los, Asuka Emma. Hat Schmerzen! Emma, steh auf! Los. Ich hoffe, sie hat sich nichts getan! Ja, der geht's gut! Und sie steht auf, bevor sie springen wird! Bleib du liegen! Nein, sie liegt! Oh, aber hat mich gepinnt! Ach krass, sogar mit einem. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Und sie springt wieder! Oh, beide was? Tun sich fast verletzt! Was war das denn? Konter-Move mit drinne, was? Okay. Powerbomb bei Asuka. Oh, die Powerbomb wird angesetzt. Achso. Oh, und da geht sie durch. Sie schmeißt das und hängt sich an die Ringseite. Das ist auch neu. Ey, cool. Das ist mir auch aufgefallen. Dass die rausrollen und sich an die Seite hoch. Ja. Oh, ja, das schmeißt die immer rein. Aber Asuka ist das egal. Die sagt sich, du kommst wieder rein. Du kommst hier nicht raus. Tja, nimmt sie auf die Schultern. Oh. Wechselt den Move aber mit gleich zur nächsten Powerbomb, aber sie kann abwehren. Yeah! Yeah! Auf Schmaul! Auf Asuka ein. Jawohl. Und zack. Da gibt es den Kick in der. Jetzt tanzt sie ein bisschen wie eine kleine Bitch. Yeah. Könnte man wirklich denken. So. Was wird sie nun tun, ich Emma? Ich weiß gar nicht, was die als da Single gibt's einen Close-Line! Scheiße. Oh nein, ich weiß nicht, wie das Single-Move geht, scheiße. Das war ja wie bei Braun Strowman. Marco weiß nicht, wie der Vorfinisher geht. Oh, da gibt's den Elbow-Drop! Sie kriegt keine Luft mehr! Oh, wie cool! Asuka muss... Hilf ihr! Drück ihre Brüste! Ich helf ihr. Ja, sie kann wieder atmen, oder auch nicht. Sie ich helf ihr. Schmerzhaft am Boden. Sie kriecht schon und sie tritt nach. Jetzt will sie in den Arsch treten, aber trifft nicht. Und noch in den Rücken rein. Zweimal. Oh, da liegt sie mit an die Ringecke. Schön mit dem Kopf dagegen. Jetzt dreht sie den Kreis und macht den Kreistanz. Und der Kloster aus der Hölle kommt noch in. Was ist jetzt los? Was ist jetzt? Nein, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist... Es hieß doch... Sein. Hey, das ist... Also, was ist... Nein! Jedes Mal, wenn wir was auf... Was? Nein! 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 Oh, da geht's zum Pin an! Das kann's gewesen sein! Bitte. Eins! Zwei! Und ja! Ist noch rausgekommen! Alter, wie geil! Okay, das feiere ich gerade. Das feiere ich gerade. Das ist ja wirklich wie in echt gewesen, dass der jetzt so... Ja, in dem Moment so covermäßig und dann so... Yeah! Nein! Oh, nein! Alter! So eine Scheiße! Aber wer ist da reingekommen? Niemand kennt sie! Ich erkenne sie zumindest nicht. Nee, ich glaube, die ist aus. Oh, jetzt kommt ein Aufgabegriff. Oh, sie kommt ein Aufgabegriff. Oh! Oh, da geht die Rolllinie nach! Oh, da kann sein, die Kraft lässt nach! Oh! Das war knapp! Jahrelange Übung, jahrelanges Button. Und sie gibt dir noch Ellbogen in die Fresse. Normalerweise hätte ich jetzt schon verloren, wenn das normale System war. Muss ich zugeben. Da hätte ich schon verkackt.
Oh, das ist schon... ihre Körper sind auch ziemlich relativ normal. Nee, ich hätte auch so... Guck mal, ist die auf dem Boden? Achso, das sah jetzt aus, ob die in der Luft so leicht schwebt. Alter, da kommt diese Alte in den Ring und... Alter, wer ist das? Ich kenne die nicht. Alter, oh, schön. Oh, schöner, geschwungener DDT. Schmerzen. Sie klettert auf die ersten Seile und springt runter mit den Knien zuerst. Emma steckt den ganzen Schlag ein. Ich will mich gerade hier demütigen. Also wie heult doch. Aber sie kann kontern. Geht's Emma packt los, sie und schlägt sie um. Ja, aufs Maul. Nochmal auf die Magenkurve. Magengruppe. Ich weiß immer noch nicht, wie das immer noch gut. Oh, ist mir ja. Oh, da gibt es nochmal einen schönen Tritt in die Weichteile, in die Fresse. In die Weichteile, würde ich sagen. Oh, und sie shakt ihr Body. Ach, Billy Kay ist das. Okay, Billy Kay ist das. Ja, tschüss. Oh, Emma wird nochmal rausgekickt aus den Ringen. Alter, nein! Warum? Ringrichter, warum fängst du immer... Ja! Schießt sie ausgenockt. Für die Frechheiten, die er ja begeht. Nein! Aber Emma, ich schmeißt ihren Schädel auf den Schiedsrichter von Schädel. auf den Ringrichter von Schädel. Daher Ringrichter voll und zu Schädel. Was? Emma, kommt noch einmal! Alexa Bliss! Die hat eine 40 Count! Die hat doch gerade ihren Titel verteidigt. Was will die denn jetzt hier? Und da setzt Emma diesmal an. Oh, Facepalm! Schön auf die Fresse! Alter, wie geil! Ach, da kommt sie schon raus. Nein! Du Bitch, hau ab! Lass mich! Nein! Da wird Emma abgelenkt. Nein! Alter, wie geht... Alter, what the fuck? Was für eine ziemlich geile Sexpose, muss man mal sagen. Nein! Was? Oh mein Gott, was war da los? Fick dich! Sie hat gewonnen! Fick dich! Sie rollt raus! Ey, wegen der Alten, die hat mich abgelenkt! Was? Alter, wie geil! Das war das dritte Match für die Missos. Ja. Alter, was sie gewonnen hat. Der Tagessieger steht schon fest. Alter, wie krass. Aber was für ein guter Pin, Alter. Was für ein Pin. Aber was war das jetzt bitte, ey? Der Alexa Bliss, wo kannst dann du diese PK. Es ging übelst schnell jetzt. Es ging jetzt hier zack, zack. Das war wieder so ein Move, der so richtig mies ist. Gut, ich hätte, glaub, war ich, der Sieg. Aber war vielleicht doch zu erwarten. Ja, wir wollen ja ein bisschen realistisch sein, ne? Hier. 1, 2, 3. Ja, es sieht, aber gut, es sind Frauen, da ist es egal. Das ist sexy. Aber die Alte, ey, die hat mich abgelenkt. Habt ihr das denn gesehen? Wo ist jetzt bitte schön Alexa Bliss? Was? Das war nur die Musik? Achso, ich dachte, die kam rein. Ah ne, das hätten sie ja gezeigt, wenn sie reinkommt, stimmt. Aber das ist jetzt gut gewesen, das Einmischungsding, das finde ich gut, das freut. Ja, das war das krasse Match. Ja. Und gleich geht's weiter mit dem nächsten krassen Match. Aber dann müsst ihr zum nächsten Video. Also, genau. Bis gleich.